Willkommen zurück zu Borderlands. Nein! Leck mich doch. Hey, ich bin nach Hause hier. Nee. Hier. Beides Auto hier. Mach mal rot hier. Fahrzeug generieren. Fahrsitz. So, ich bin weggeluschen. Geht weg! Ey! Ich wollte auch mit! Perfekt, ist er tot. Das wird so. Nix da! Okay, das ist Batman. Ich kenne ihn. Ach, Menno. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Ach ja. Dann gehe ich halt zu Fuß. Du weißt, dass du dich immer noch in den Sitz teleportieren kannst. Ach, stimmt ja. Ich werde aber gerade attackiert. Verdammt! Aber hallo an alle Zuschauer, ne? Ja, oh. Hallo. Ja, genau, hi. Ich glaube, da sollen wir rein. Ich glaube, da sollten wir ein Auto mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, da sollten wir die Autos mitnehmen. Ja, super, und ich soll fahren. Ja, super. Amiga, komm rein, hier auf den Meter. Moment. Wir haben keinen Moment. Ich glaube, Achso, nee, der wird sich ja teleportieren. In den Fahrersitz, nicht in den Fahrer, in den Wie macht man das eigentlich? Du gehst an das, hier diese Schaltkonsole dran und dann kannst du dich da beim Fahrzeug generieren in den Sitz teleportieren. Ah, okay, verstehe. Entweder halt im Fahrersitz oder halt in den Sitz. Da ist ein Amiga-Link drin. Hey. Ja, gut. Hey. Ah, das ist ja praktisch. Dann rein da! Yay! Party! Okay, nicht in die Flammen. Und war klar, kaum sitze ich da drin, drehst du das Auto auf Dach. Na, hallo? Was erwartest du? Was soll man denn da machen? Okay. Ich werde wieder weg. Okay, ich war einfach nur instant tot. Ist vielleicht jetzt auch nicht so das Besteste, dass wir dieselbe Autofarbe haben wie der Gegner. Au! Ah, verdammt. Oh Gott. Ich kann mich nicht hin teleportieren. Da ist ja auch kein Auto mehr da. Weil kein Auto da ist. Ach so. Ich hab nicht gesehen, dass man so nah an der Explosion dort. Ich hab neue Stärke. Ich weiß zwar nicht woher, aber ich hab neue Stärke. Ich auch. Nahkampf. Na. Was? Warum bin ich auf einmal instant tot? Ja, genau das hatte ich auch. Ich hab mich einfach nur instant weg. Aber du kannst dich jetzt... Oh, warum geht das jetzt nicht mit E? Genau das kannst du. Ich sehe gerade gar keinen Gegner vor lauter Feuer hier. Wo? Fire in the hole! Ach nee. Du musst mich überfahren. Doch, klar! Hey. Ah, da! Oh, oh. Wow. Oh, oh. Den müssen wir töten. Oh, oh. Da wurde schon mein neues Auto. Ach, Mist! Oh, da. Ich bin eine draußen. Eine Sekunde zu spät. Wow. Oh, gut, dass hier mal gar nichts sieht von außer Rauch. Das Problem ist, wir kommen da auch so nicht raus. Ich komme! Ich komme! Oje, hoffentlich überlebe ich das. Ihr lasst sie ruhig verrecken, die müssen Autos holen. Der überfährt mich, während ich tot bin. Ja, ist super. Ja, das machen wir nicht. Ah, jetzt. Das war ein bisschen strange. Los, Vieh, greif ihn an! Sehr steig schön. Ein, steig ein, steig ein! Hol zwei Autos, hol zwei! Nicht einsteigen, zwei Autos holen. Du spät! Hol doch zwei Autos, verflucht! Geh doch sterben, hol doch selber ein Auto! Kann man vielleicht nicht rausgehen und vielleicht holen? Nein, kann man nicht. Wer schiebt mich denn hier durch die Gegend? Wurde überfahren. Ja, das war ich bestimmt. Wurde überfahren. Alter! Oh Mann. Ja, ich würde sagen, ich hab's kaputt gemacht. Ja. Achso, ich bring mal ein Auto mit, ja? Ich hab schon. Haben wir nicht noch eins? Weil denn die haben. Ich kämpfe um mein Leben! Dann holen wir uns. Nein, nein, ich kämpfe um dein Leben. Was hab ich getötet? Triff die du. Ich bin tot. Das fängt ja heute schon super an. Mein Auto ist auch kaputt. Das ist Autokampf, also wirklich. Kann man nicht viel erwarten. Das liegt ja nicht an uns, sondern die Autos gehen so schnell down. Ja, ja, klar. Hör auf, auf mich zu ballern! Ach, scheiße. Au.
Wow! Wie fährst du denn? Wie eine besenkte Sau! Wie der erste Mensch! Sollen wir Mammut mal aufheben? Nein, nix, der soll nur das Auto holen. Okay. Ach, ich jetzt wieder, ja? Ja, ja. Auf Mad Mel. Ist ja fast down. Guck mal, der brennt doch schon. Ich sehe sie vor lauter Rauch wieder gar nicht. Wo sind sie denn? Du bist schon geh. Fahr einfach weg. Ich wäre es kaputt. Okay, ich fahr einfach im Kreis. Ja, ich mach's steig mal blau, aus, ne? Mir brennt das Auto zu viel. Okay. Boah, ich bin gerade richtig ausgestiegen. Ich würde dich gerne mal persönlich kennenlernen. Ihr habt es kaputt gemacht? Ja. Ach, hier lebt ja noch ein. Da parkt er direkt chaotisch ein. Wundervoll auf den Kopf gehauen. Ja, like a Mammut. Ja, wir wollten gucken, was es denn hier für Loot gibt, jetzt wo das Teil doch down ist. Und was gibt's an Loot? Alles Mögliche. Also nichts. Nein, eigentlich nichts. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar kein Loot außer einem Gewehr. Lame. Ich bin weg. Wieder kein mitnimmt, das ist so herrlich. Wo muss ich lang? Da. Eieiei. Die nehmen wir jetzt verwunscht mit. Warte. Ich lauf schon mal vor. Yeah! Turbo laufen! Das klappt zum Glück. Noch eine Kante. Hallo? Yeah. Du wärst eine scharfe Kante. Nicht mitgekommen. So. Hier mit dem Robo-Dingens dürft ihr reden. Er ist grün? Ja, er ist grün. Yeah. Steigen wir schon mal ins Auto? Wir steigen schon mal ins Auto. Da ja, Mammut mitfahren, das ist aber sehr ungesund. Der parkt immer auf dem Kopf. Der Ladebildschirm jetzt nicht gekommen, werden wir uns auch wieder überschlagen. Unglaublich. Alle drin? Ja. Jo. Okay. Yay. Also immer gucken, wo lang. Das kenne ich überhaupt nicht hier. Nee. New Haven. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, die dir nicht gefallen wird. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich. Und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Darren Flynns Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats. Und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen. Ja, ja, was die immer alles nicht wollen. Also wirklich. Also mit dem Typen könnte man quatschen. Ich guck mal, was am Post hat. Doch, hier waren wir schon. Ja? Ich erinnere mich. Das war kurz danach. Ich erinnere mich, wie wir hier auf den Dächern rumgesprungen sind, um zu irgendwen zu gelangen. Du meinst, dass wir das nochmal schaffen. Da hinzukommen? Keine Ahnung. Hier ist Munition, wenn ihr braucht. Wo ist hier? Da. Hinter den Gebäuden. Hier, wo es zu der großen Blechwand geht quasi. Da ist schon einer. Guck einfach, wo der Pfeil ist. Da bin ich. Ja, laut dem Pfeil hättest du auch im Gebäude sein können. Aber ich glaube, ich weiß. Ich hab alles voll. Da ist nichts mehr. Wo geht's jetzt lang? Das ist eine gute Frage. Okay, da oben geht's nicht hoch. Oder? Vielleicht doch. Hat schon mal einer versucht, so einen Typen anzusprechen? Bei mir geht das nämlich nicht. Ja, habe ich auch versucht. Die bewegen den kurz den Kopf und das war's. Das sind sehr merkwürdige Typen. Ach, im Chat steht jetzt was. Ah. Da liegt so ein Claptrap. Hallo? Jetzt brauche ich keinen Arzt. Ich glaube, ich habe eine Quest abgegeben. Oder angenommen. 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 Angenommen, ich hätte eine Quest angenommen. Was würde dann passieren? Dann hast du eine Quest angenommen. Whoop-tee-doo.
Ach, wie ging das denn jetzt hier noch? Irgendwo musste man hier hoch. Für irgendwas. Ich gucke ja auch schon gerade, ob wir schon hier sind. Überall rum. Hier komme ich auf ein Dach. Wir kommen auf ein Dach. Hier ist ein Tor mit einem roten Lämpchen. Hat das was zu sagen? Was ist überhaupt hier unsere ist Quest ein Knopf gerade? Und da steht nicht geht. Drücken. Was soll ich tun? Drücken! Tu es! Wir sind Waffen. Einfach Spaß. Und sie sind schon. Oh. Also ich glaube, ja, hier bin ich falsch. Ja, habe ich das Reparaturkit. Hi, wie bist du da hochgekommen? Wieder einer auf dem Pott. Magic. Hallo. Wir sitzen hier ja, alle auf der anderen auf Seite ist eine Treppe. Ah. Ach nee, Quatsch, da das ist ein Stuhl. Ist ups. Fast dasselbe. Wo hast du diesen Skillsprung gesehen, wie ja. ich jetzt hier auf dem Ding stehe? Wahnsinn. Hammer. Willst du einen Keks? Ja. Okay. Euch auch. Ja, da haben meine Kekse. Na und? Das war klar. Kurz ruhig mal welche abgeben. Nö, sehe ich gar nicht ein, nö. Nee. So, das ist das. Und ah, da düst ein Klepptap rum. Muss man dem vielleicht hinterher oder so? Nee, den habe ich gerade. Das war eine Quest zum Machen. Jetzt hat Reparaturkit gedönsen. Also was. Der löst sich zwischendurch in Luft auf, irgendwie. Ja, das ist vollkommen okay. Das machen Klepptaps öfter mal. Ah, so. Na dann. Ich kenne das so. Das passiert bei mir zu Hause auch immer. Ah. Machen die immer in der Standardausgabe. Ja. Hoch. War noch nicht so ganz ausgereift. So. Au. Kann ich das auch mit meinem vergleichen? Nein. Das ist prinzipiell nicht möglich. Verdammt. Da unten läuft ein Mammut rum. Nein, das bin ich nicht. Ich habe auch einen gesagt. Ach, gar nicht aufgefallen, dass ich ein Inventar-Upgrade hatte. Hm. Irgendein Grund. Das kommt wahrscheinlich von der Quest gerade. Keine Ahnung. Verdammt. Ich habe es einfach vergessen zu aktivieren beim letzten Mal. Mehr Inventarplätze! Mehr Inventarplätze! Ich bin hoch. Nicht schlecht. Ja. So. Was ist denn unser Ziel schon wieder? Unser Ziel ist es, irgendwo irgendwas abliefern. Hinten in dem Gebäude. Okay. Gehen wir doch mal gucken. Ich glaube, ich habe unsere Person gefunden. Das klingt gut. Ich komme in deine Richtung gerade. Frau Narbengesicht. Sieht aber freundlich aus. Ja, es ist wirklich wow. Ne, also wow. Na, also ich bin ja nicht oberflächlich, ne? Aber die, na, nee. Aufgeräumt hat sie auch. Auch extra für uns. Ach, ja. Seid ihr da drin irgendwie? Ich fest. Ja, hier ist vorne so ein Eingang. Ganz offensichtlich. Hier, wo seid ihr denn? Ganz offensichtlich, sagt er zu mir. Hallo! 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 Wisst ihr zufällig, wo Amanda Ray ist? Die ist nämlich abhandengekommen, laut dem Steckbrief hier. Ja. Ich hänge fest. Oh wow. Die ist wirklich schick. Möchtest du Blut spenden? Wenn du die Waffe wegnimmst, nö. Ja, nächstes Level! Boah, muss ich jetzt erstmal skillen hier. Fertig. Ja, ist so. 2 Skillpunkte vergeben, ja. Und jetzt mussten wir auf den Dächern hier rumspringen. Sicher? Ja. Halt hier die ganzen Sachen aktivieren. Sicher? Ja. Fuck ja nur. So, das war das. Nochmal hin. Yay, ich mache jetzt mehr Schaden. Yay, mehr Schaden ist immer gut. Ja, für dich auch. Und nochmal eine Truhe. Mit. Ein SMG. Und einem Sniper. Ja.
Ja, brauche ich jetzt aber nicht. Mal da hoch? Mal da hoch? Mach dreifach diesen Bio-Damage. Mhm. Säure. Hoch? Das glaube ich. Wo hänge ich denn jetzt fest? Mann! Ich glaube, hier bin ich sicher. Ich stehe auf dem Lampenpfahl. Oh, cool. Hä? Ich glaube, wir müssen da oben drauf. Sicher? Ja, ich glaube ja, weil wenn du um das Gebäude rumläufst, wird das Ziel ständig mit verschoben. Ich habe eins aktiviert. Natürlich. Was? Ich habe eins aktiviert. Nein, ich meine hier Spiel hier. Was? Hallo? Spiel? Ich sehe es gerade. Wird ab. Ah, nee. Hatte nur irgendwie einen ordentlichen Hänger. Okay. Bei uns auch. Du hattest so ein Connection-Zeichen. Die Richtung? Jetzt musste man hier irgendwie genau darüber laufen. Ach, scheiße, ich bin runtergefallen. So. Ah. Okay. Wir haben's. Ich bin auf der falschen Seite des Zauns. Das macht nichts, hier ist gerade die Tür aufgegangen. Dankeschön. Dann gehe ich mal eben schnell die Quest wieder abgeben bei der Tante. Nein! Verdammt. Nicht? Doch. Was? Okay. Nein? Ach. Ich bin runtergefallen. Das ist der Claptrap, der hier steht. Kann sein. Nee, man kann mit dem ja gar nicht sprechen. Ja, dann ist es nicht der. Dann ist es ein anderer. Ich habe vorhin zwei oder drei Stück gesehen. Also ja, raus. Den aus dem ganzen, auf der ganzen Stadt hier. Ah, der hier wird es sein. Jo. Der kaputten Visage glaubt, dass wir beide nach derselben Sache suchen.